Zwei von seinen Jüngern zu sich, schickte sie zum Herrn und ließ ihn fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Als die beiden Männer zu Jesus kamen, sagten sie: Johannes der Täufer hat uns zu dir geschickt und lässt dich fragen: Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Damals heilte Jesus viele Menschen von ihren Krankheiten und Leiden, befreite sie von bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Er antwortete den beiden: Geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lahme gehen und Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf, den Armen wird das Evangelium verkündet. Selig ist, wer an mir keinen Anstoß nimmt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Bist du der, der kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Als wir mit euch, liebe Jugendliche, vor einiger Zeit den Text des heutigen Evangeliums gemeinsam betrachtet haben, stellten wir fest, dass in dieser Frage des Johannes des Täufers eine tiefe Sehnsucht zu spüren ist. Johannes und viele andere Zeitgenossinnen mit ihm warteten sehnsüchtig auf den Messias, auf Erlösung, auf Trost. Du kennst bestimmt dieses Gefühl, wenn du schon lange Zeit auf jemanden wartest. Als ich ins Kloster eingetreten bin, habe ich meine Familie ein paar Monate lang nicht gesehen. Da habe ich sehnsüchtig auf sie gewartet. Das war so ein starkes Gefühl. Ja, weil jeder und jede von uns hat Sehnsüchte. Wir haben uns damals aber die Frage gestellt: Wonach habe ich Sehnsucht? Und besonders jetzt in diesen Tagen in der Corona-Krise. Und unsere Antworten waren unterschiedlich. Ich sehne mich nach den Begegnungen mit der ganzen Familie. Ich würde so gerne mit Freunden zum Weihnachtsmarkt gehen. Mir fehlen das Fußballspiel und das Treffen im Sportverein. Am Silvestertag würde ich so gerne ein Feuerwerk zünden und den erleuchteten Himmel anschauen. Oder ich sehne mich nach dem Handgeben, nach einer Umarmung. Wenn man diese Sehnsüchte anschaut, kann man sie zusammenfassen: Wir sehnen uns nach Nähe. Nach Berührung, nach menschlicher Nähe. Ich kann diese Nähe leider nicht wie üblich geben. Ich kann aber Nähe auf anderen Wegen suchen. Mit Abstand. Nähe mit Abstand suchen. Vielleicht sogar dort, wo ich sie vorher übersehen habe. Ich kann mich mit meinen Nachbarn unterhalten, mit dem ich noch nie gesprochen habe, von Tür zu Tür.
Ich kann diese Nähe geben, wenn ich ein paar Weihnachtsplätzchen vor die Tür alleinwohnender Bekannten hinstelle. Wisst ihr, das ganze Pfarramt ist überfüllt von Geschenken für die geflüchteten Menschen aus Lesbos. Das alles ist von Menschen, die Nähe geben wollen. Und ungefähr 80 Geschenke für unsere Senioren sind bereits vorbereitet von den Menschen, die Nähe zeigen möchten. Die Sehnsucht nach Nähe ist wichtig, egal in welcher Form. Sie soll, wie auch wir letztes Mal gehört haben, wie eine Kerze sein und Wärme geben für andere brennen und nicht unangezündet im Karton bleiben. Und als Christen weiß ich, dass die Sehnsucht, die in mir wohnt und mich ja wach und in Bewegung hält, im Kern eine Sehnsucht nach Gott und nach seiner Liebe ist. Und das Jesuskind kommt in diese Welt, um meine Sehnsüchte zu stillen. Wenn ich seine Nähe suche, werde ich mich immer mehr geborgen fühlen. Die Frage ist, ob ich seine Nähe suche. Unter anderem finde ich diese Nähe in seinem tröstenden Wort. Und du bekommst nun eine Hoffnungsbotschaft von Christus. Nimm sie mit nach Hause und möge dich dieses Hoffnungswort im Rest des Advents begleiten.